Vielleicht wussten es einige von euch noch nicht, aber der Eistyp ist einer meiner Lieblingstypen. Ich weiß nicht, aber der Eistyp bringt halt sehr viele coole Pokémon mit sich, die ich einfach für ihren Style bzw. für ihr Aussehen feiere, wie zum Beispiel Forstettie oder Glaziola. Insgesamt gibt es zwar nur 40 Pokémon vom Typen Eis, aber mal sehen, was Sonne und Mond noch so mit sich bringt. Wir hatten ja auch schon mal in einer Leak-Liste fast von einem Schneemann stehen gehabt und der würde ja auch zu 100% dann vom Typen Eis sein. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich das alles jetzt erwähnt habe, aber naja, das hat einen bestimmten Grund. Denn nachdem der neue Trailer zu Sonne und Mond mit den Starterentwicklungen kam, wurde auf der spanischen Seite von Pokémon ein Screenshot von einem Kaufbildschirm in den Festival-Ebenen gepostet. Also ihr wisst, was ich meine mit dem Festival-Ebene, da wo ihr diese kleinen Missionen habt, die verschiedenen Boxen und so weiter und so weiter. Auf den ersten Blick ist auch noch nichts Komisches zu erkennen. Wenn man jedoch sich halbwegs mit der spanischen Sprache auskennt, merkt man, dass dort ein neuer Stein aufgelistet ist. Nämlich der Eisstein. Ein Mother fucking Eisstein. Wie lange warten wir darauf schon? Dieser Screenshot wurde dann nach wenigen Minuten wieder runtergenommen. Sie wollten noch gar nicht, dass man etwas von diesem Stein weiß. Meiner Meinung nach gibt es jedoch schon ein paar Informationen und Theorien zu dem Stein, über die der gute Bimon und ich mal reden wollen. Also wünscht euch viel Spaß mit dem Video und bleibt bei Interesse auf jeden Fall dran. Bevor wir uns weiter um den Eisstein befassen, möchte ich mal ganz allgemein erklären, was diese Evolutionssteine bringen und was sie allgemein sind. Aus dieser Definition bzw. dieser Erklärung lasse ich die weiteren Steine, das sind zum Beispiel der ovale Stein, der Kingstein oder der Ewigstein, raus. Hier geht es nämlich jetzt nur um die Evolutionssteine. Derzeit gibt es noch 9 Evolutionssteine, darunter sind der Blattstein, Donnerstein, Feuerstein, Finsterstein, Funkelstein, Leuchtstein, Mondstein, Sonnenstein und der Wasserstein. Die Steine sollten auf jeden Fall bekannt sein, wenn wir mal die Evoli-Entwicklungsreihen angeguckt haben, denn die meisten Evoli-Entwicklungen entwickeln sich durch einen Stein. Dadurch kommt auch der Name Evolutionsstein, denn die Steine bringen Pokémon zum Entwickeln. So zum Beispiel auch bei Vulpix und Voluna, denn Vulpix entwickelt sich durch einen Feuerstein weiter zu Voluna. Genauso wie bei Fukano und Arcani. Fukano entwickelt sich durch den Feuerstein zu Arcani. Ich glaube auch in den letzten 2, 3, 4 Gens wurde auch kein neuer Stein mehr mit eingeführt und somit wäre es auch mal wieder cool, einen neuen Evolutionsstein dabei zu haben. Ich glaube, das sollte auch erstmal genug Erklärung über diese Steine sein und ich glaube, ihr solltet auch verstanden haben, was die Steine sind und was sie bringen, falls ihr es halt noch nicht wusstet. Jetzt möchte euch Bimon noch ganz kurz vorstellen, welche 5 Pokémon er eine Weiterentwicklung per Eisstein geben würde, die zwar schon eine Entwicklung haben oder noch eine bekommen werden. Hey Leute, mein Name ist Bimon und ich habe die Ehre, euch jetzt 5 Pokémon vorzustellen, die vom neuen Eisstein profitieren könnten, der uns das Leben bei einem Pokémon zumindest sehr, sehr erleichtern könnte. Denn wir kennen alle Evoli, was sich zu Glaziola entwickelt. Das kleine hübsche Eis-Pokémon entwickelt sich leider nur am Eisfelsen und der Eisstein wäre perfekt, um Glaziola auch unterwegs zu entwickeln, dass wir nicht erst bis zum Eisfelsen gehen müssen, um Glaziola da dann endlich in seine Eisform zu bringen. Wäre auf alle Fälle ziemlich cool, würde das Ganze ziemlich vereinfachen und wir kennen ja Aquana, Flamara, Blitza, die entwickeln sich zum Beispiel auch mit dem Wasserfeuer und Donnerstein und hier würde es passen. Als nächstes haben wir Frigometri, welches ein gutes Pokémon ist. Es ist relativ schnell, hat einen ganz guten Spezialangriff, allerdings fehlt dem Pokémon ein bisschen Power und es wäre prädestiniert für eine weitere Entwicklungsstufe, die eventuell ein bisschen größer ist, ein bisschen cooler aussieht und hier würde sich der Eisstein zum Beispiel als Entwicklungsstein anbieten von einem schwachen Pokémon, das ist etwas besser wird. Wir kennen das alle von Fukano zu Arcani oder Vulpix zu Venona und Frigometri ist eines der Pokémon, die ich dafür auserkoren habe. Genauso wie das Pokémon Rosana, denn Rosana ist auch ein Pokémon, was ziemlich cool ist an und für sich, aus Generation 1, wir kennen alle die Generation 1 Romantik, allerdings fehlt Rosana die Entwicklungsstufe, wie es damals bei Electek und Magma passiert ist mit dem Voltisierer und Magmarisierer und hier wäre der Eisstein perfekt, um Rosana eine dritte Entwicklungsstufe zu geben. Ich würde mich sehr darüber freuen, Rosana ist ein ziemlich cooles Pokémon. Als nächstes hätten wir noch Lapras, welches auch ein gutes Pokémon ist, allerdings nicht sehr, sehr oft genutzt wird und ich finde, dem Pokémon könnte man noch eine Entwicklung spendieren, eventuell ändert sich dann sogar Lapras Typ, das wäre auch nicht schlecht. Und ansonsten hätten wir noch das letzte Pokémon, nämlich das sagenumwogene Schneemann-Pokémon, was momentan immer noch als Gerücht herumgeistert. Denn hier sieht man eindeutig, wenn es wirklich so aussehen sollte, wie es aussieht oder wie es geleakt ist, dass dieses Pokémon eine Entwicklungsstufe davor haben könnte, denn solche großen Pokémon haben meistens Entwicklungsstufen. Man hat es auch schon bei unserem Pferde-Pokémon gesehen und hier würde ich sagen, könnte der Eisstein genauso dafür da sein, dass es sich entwickelt. Und ansonsten ganz klar, der Eisstein ist wahrscheinlich für Sandarmor oder gegebenenfalls Venona, wobei man es bei Venona eher denken könnte als bei Sandarmor. Und das wären meine Ideen dazu. Ich gebe wieder ab zum lieben Sirlo.
Das war es eigentlich auch, was man im Großen und Ganzen so zu diesem Eisstein sagen kann. Wir vermuten natürlich, dass das Vulpix sich durch den Eisstein zu Volona entwickeln kann. Das ist, glaube ich, schon so das, was sich jeder so in den Kopf gesetzt hat. Und dass, wenn vielleicht Arcani auch eine Allure davon bekommt, dass man Fukano mit einem Eisstein zu einem Eis-Arcani vielleicht entwickeln kann. Bei Sandama bin ich mir selber leider noch nicht so sicher, ob das Pokémon mit einem Eisstein entwickelt werden kann. Aber mal sehen, was da noch so alles rauskommt. Am 14. Oktober kommen ja die neuen News raus. Da kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr zu hören, was die ganzen Sachen noch angehen mit den Eissternen und Alola-Formen. Bis dahin müssen wir uns aber noch etwas gedulden. Ich wünsche euch noch weiterhin einen sehr, sehr schönen Tag, meine lieben Freunde. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute. Haut rein. Euer Sirlo.